Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Satisfactory zusammen mit Fresh Rice. Hallo. Und wir sind mittlerweile am Umbauen unserer kleinen, Fabrik, da wir jetzt andere Möglichkeiten haben, um hier besser klarzukommen. Du könntest theoretisch auch schon mal probieren, Strom hier hinzulegen. Strom, der junge Mann will Strom haben. Natürlich kriegst du Strom. So, mal gucken, wo ich hier ankabeln kann. Du bist voll. Du bist voll. Du bist voll. Ja, wir haben ja wieder... Die ist voll. Boah, sonst einfach 9 Strommasten. Und splitte das voll in 2. Ja, dann müssen wir auch erstmal sehen, wo die ganzen Kabel dran sind. Ja, das musst du wohl verfolgen. So, mach ich mal den hier weg. Stelle ich jetzt 2 auf. Können wir den nächsten Lagercontainer bauen? Zack, zack, zack. Oh, jetzt gucken wir mal durch, was alles keinen Strom mehr hat. Du hast auch keinen Strom mehr, oder wie? MG kappt die Stromversorgung, Freunde. Links, links, links. Ach, du hast schon ein weiteres Ding hier hingemacht, das hat mich verwirrt. Was habe ich hingemacht? Achso. Weiteres. Noch ja, gerade so gut. Na, so. Der Draht geht bis hierhin. So, Strom haben sie. Okay. Dann müssen wir hier hinter Konstruktoren bauen. Wir brauchen ja erstmal schmelzen, oder? Stimmt, schmelzen. Fuck, ja. Schmelzen. Schmelzerei. Wir können ja hier hinten nochmal hinbauen. Warte. Lass mal das hier noch erweitern. MG übertreibt direkt komplett. Wieso? So. Ja, dann schmelzen. Was braucht man da? Schmelzerei. Habe ich zufälligerweise alles dabei. Alle in der Tasche, ne? So, hier nochmal ran. Oh. Es sind 3 Eisendinger, oder wie? Mhm, genau. Na gut. Dann helfe ich dir mal kurz mit. So, 3 Schmelzen haben wir. Dann können wir eigentlich schon mal legen, damit einfach die Produktion passt. Ja. Logistik. Ich baue auch schon ein bisschen auf Schönheit. Aber nur so ein bisschen. Förderband dahin. Übertreiben will ich jetzt damit auch nicht mit der Schönheit. Förderband dahin. Ah, er legt hier die Förderbänder schon runter. Ja, ja. Das sieht doch gut aus so. Wenn man es so an die Schräge ranlegt. Ja, da müsste er jetzt eigentlich schon. Der Rest kann mich mal an die Füße fassen. Hast du da hinten eigentlich Strom dran? Warum an den? Ist der nicht angeschlossen? Warte, mach ich sofort. Ich hab mich bis gerade gewundert, dass der nicht angeschlossen ist, ehrlich gesagt. Jetzt aber. Jetzt legt er los. Aber die anderen dürften voll sein, ja. Die sind auch voll, beide. Ah. Okay. Der eine war ohne Strom. So, dann geht das schon mal hier in die Schmelze. Dann muss ich mal kurz die Schmelze mit Strom anschließen. Dann geht's in die Schmelze, dann in die Lagercontainer. Genau. Und willst dann die, können wir weiterbauen mit den Konstruktoren. Willst du die echt 3-mal lagern? Das Roheisen. 2-mal lagere ich die ja nur. Wieso? Das sind 3 Schmelzen, 3-mal Lagerkisten am der Schmelze. Ach so, meinst du? Ja, muss glaube ich sein.
Unsere Förderbänder sind sonst zu langsam. Willst du es nicht vielleicht ein Stück näher ransetzen? Ja, könnte man auch, aber... Ja, nee, war nur ein Vorschlag. In Gottes Namen muss jetzt nicht... Dann bauen wir... So, da kommt das erste Ding. Erstmal Strom, würde ich sagen. So. Wie weit kann man die Kabel dann immer ziehen? Na, schon ein Stück, also... Wände, Fahrzeuge. Wir haben mittlerweile auch Fahrzeuge. Konstruktor. Ach nee, den will ich bauen. Ach so, ich brauche solche verstärkten Eisenplatten. Ich habe das schon so ein ganz leichtes Baukonzept. Mit dem Strom muss man noch gucken, dass man das irgendwie auch später schöner hinkriegt, hoffentlich. Ja, ich finde es halt echt mäkelig mit, dass du nur zweimal... Dass du nur vier Anschlüsse machen kannst. Mhm. So, der macht Eisenbarren, der macht auch Eisenbarren und der andere natürlich auch. Ja, wir haben ja da nur Eisen, was hier reinkommt. Ja, momentan schon. So. Ja, den Rest müssen wir dann halt rechts dran bauen wieder oder so. Ja, genau, dann können wir ja Fließbänder so verlegen. Mhm. Wir können ja die eh schon übereinander stapeln, was mir gerade kommt. Das hat man, glaube ich, auch schon erforscht. Die Fließbänder? Ja, die wie man übereinander stapeln kann. Ich meine, das ist auch erst im nächsten Ding mit den schnelleren Fließbändern. Oder? Ja, okay, dann... Aber das kommt dann eh... Das geht relativ zügig zwei, jetzt dann. In zwei, drei Folgen, ja. Wenn wir ein bisschen den Aufbau hier fertig haben. So, ich würde sagen, ein Ding produziert einfach Eisen... Stangen? Stahlstangen? Zwei Dinge produzieren, nee, wir machen das so, zwei Dinge produzieren die Platten. Und dann können wir ja den dritten, können wir mit zwei Konstruktoren anschließen, sodass die dann die Stangen produzieren. Stimmt, stimmt. Zu zweit. Genau. Können wir dann machen. Dann haben wir es ja. Okay. Dann mache ich die Stahlstangen hier hinten. Bei den Stahlstangen baue aber vorher so ein... Ich weiß, so ein Splitter. Ja. Wie gesagt, ich habe da schon ein Baukonzept. Ich habe das in meiner Welt schon gebaut. Ja, super. Trotzdem habe ich es jetzt falsch gebaut. Ja, es tut mir leid. Ich hab nicht an Steuerung gedacht, dass ich Steuerung drücken könnte. Was macht Steuerung? Einrasten auf der anderen Höhe vom anderen. Okay, ich brauche verstärkte Eisenplatten. Bin mal kurz unterwegs. Oh, jetzt das Ding hier optimal setzen. So, dann brauche ich hier ein Band. Hier 24 Raum brauche ich. Und hier ein Band. Echt jetzt? Was los? Ich habe eine ungültige Form produziert, wie das. Dann eine ungültige Form. Ah, okay. Mir fehlt hier, hat hier der Platz gefehlt vom Dingens hier. Für den Trenner quasi. Ich glaube, ich stehe zu nah dran. Ja, geh mal noch einen nach hinten einfach. Na, das Ding brauche ich. Das ist zu groß, dass du quasi wirklich krass das Ding machen könntest, glaube ich auch, oder? Ah, das geht. Das geht. So, hier macht Stangen. So. Konstruktor. Es ist halt schade, dass ich hier nirgendwo dazwischen den Powerpole setzen kann. Zumindest nicht schön, sagen wir es so. Na, dann schließe ich mich hier an. Dann kann ich hier die zwei Maschinen anschließen. Hat so eine Line genug Dings, warte. Oh,
die hat nur 90 Kapazität und verbraucht jetzt schon 64 durch die Zahl. Was meinen Ach Sie? Nee, vergiss es, hab nichts gesagt. Hab falsch geguckt. So, Logistik. Und dahinter dann normal wieder eine Lagerkiste. Ja, ja, genau. So, Energy. Ich glaube, mein Stromkabel steht hier falsch. Warum? Steht im Weg. Zack. Komm her. Ach so, ich brauche Eisenstangen. Denk mir, hä, warum funktioniert das nicht? Du kannst hier schon reingreifen im Übrigen. Ach so. Gute Idee. Ich hätte da selbst drauf kommen können. Ich habe die Lagerkiste falsch rumgesetzt. Ich bin bekloppt. Ich werde echt bekloppt. Es ist halt blöd, weil man die Ein- und Ausgänge nicht frei wählen kann oder die Konstruktion nicht einfach um 180 Grad drehen kann, wenn sie schon steht. Na, wo ist es denn? Da ist er. So, Platten hier, ne? Natürlich haben wir wieder eine ungültige Form. Dann kommen hier hinter noch zwei Dinger. Organisation. Lagercontainer Nummer 1. Das geht schon mal. Das geht auch. Na endlich. Zu teuer, ja. Ich muss mir noch kurz hier... Jetzt nehme ich dir euch mal die Eisenstangen hier raus. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich ein schnelles Förderband hier brauche. In die letzte Kiste da quasi. Oh, da bräuchte es ein schnelleres auf jeden Fall. Ah, nee. Baue ich nicht. Das Förderband schafft normalerweise 30 Gegenstände pro Minute. Und ich habe pro Eisenstange, pro Maschine 15 pro Minute. Oh, okay. Also brauche ich es nicht. Also dann produzieren wir jetzt genauso viel Stangen wie Eis. Nee, wir Eisenplatten produzieren wir doppelt so viele wie Eisenstangen. 30 pro Minute machen wir Eisendings. Pro Maschine. 15 pro Minute pro Maschine, doch. Wir produzieren 30. Nur 15 pro Minute? Ja, ja. Tatsache. Okay. Also produzieren wir genauso viel. Nur, dass wir bei einem Miner angeschlossen haben und beim anderen zwei. Ja. Reicht halt, ne? Okay, das läuft soweit. Gut, dann haben wir die Produktion schon mal um einiges aufgestockt. Muss man einfach mal sagen. Ja, das Eisen halt, ne? Das ist halt jetzt... Bam. Da müssen wir uns wahrscheinlich erstmal keine Sorgen drum machen. Nee. Im Gegenteil, wir hätten ja nochmal zwei Anschlüsse, die wir mal irgendwie belegen könnten. Die da drüben noch stehen. Mhm. Und Eisen in der Nähe haben wir ja so viel Eisenvorkommen. Ja. Also jetzt müssen wir nur vielleicht gucken, was wir forschen. Ich glaube, die schnelleren Förderbänder, oder? Ja, die werden mal nicht verkehrt. Ach, ich muss die Powerschnecke mal endlich in die Forschung packen. Also in die Analyse. Ich nenne es mal Analyse. Analyse trifft es, glaube ich, am ehesten. So. Zack, Meilenstein auswählen. Was braucht man? Motoren. Draht. Kabel. Ich packe schon mal ein bisschen Draht rein.
Schauen wir da hinten noch ein bisschen was. Da haben wir ja auch eigentlich relativ gute Produktion. So, die Schnecke wollen wir produzieren. Also angucken. Oh, ja. Farbe haben wir genug. Wie sieht es denn mit Strom aus? Ja, solide. Ich glaube, bald dürfen wir wieder ein Dingens dazuschalten. So, da mache ich mir 100 Kabel. Ich mach, mach mal wieder Biotreibstoff. Für die zwei, die Biomasse-Dinger, die noch laufen. Mhm. So, ein paar Kabel. Und da muss ich mal zur Kohle hinter gucken, ob nicht sogar vielleicht ein zweites Kohlekraftwerk an die Dinge angeschlossen werden könnte. Muss halt gucken, was reinkommt, was du verbrauchst, ne? Ja, genau. Ja, sobald sich das die Kohle jetzt in beiden Maschinen angestaut hat, kann man sagen, ja. Muss man eh mal überlegen, klar. Dass wir da nochmal einen zweiten ankoppeln können. Was halt mit der Kohlekacke ist, es ist halt immer nur ein Vorkommen in der Nähe. Mhm. Ist halt echt Kacke. Platten, die klaue ich mir auch mal kurz hier. Ist noch der kurze Dienst weg. So, ich guck mal hinter. Währenddessen kannst ja du noch forschen. Was braucht man dafür noch? Schrauben, ne? Man aus den Dingern herstellen. Ah, ich bin noch gespannt, aus was man noch alles Strom machen kann. Ich bin ja auch gespannt, für was das Gas hier ist, was wir hier in der Nähe haben. Momentan ja nur zum Verletzen. Oh ja, ich kann 2-3 Schrauben machen. Hier wäre noch Kalkstein. 20 verstärkte Eisenplatten brauchen wir, ne? Ja. Und 20 Rotoren. Die übrigens auch mit Schrauben funktionieren. Okay. Da mache ich erstmal ein paar Schrauben. Ja, Schrauben ist essentiell fast. Also, allein deswegen brauchst du so viel Rohre. Also mehr Rohre als Eisenplatten momentan. So. Ey, hier ist noch eine Kante. Das geht nicht so. Da muss ich ran. Hier eine Kante ist ja lebensgefährlich. Mach ich mal 20 Rotoren schnell. Oh, schon besser. So, wie sieht's aus? In der... Im Kohledingens... Und 20 staut es sich und hier staut es sich. Ich hab jetzt gleich aber auch die Forschung, ne? Dementsprechend könnten wir dann auch schnellere Dinger bauen. Okay. Also, ich würde mal sagen, Kohle läuft nicht mal auf 10, auf 20%. Kohle können wir 120 pro Minute herstellen. Mhm. Und Kohleverbrauch haben wir... Sehe ich jetzt nicht. Das ist blöd geschrieben. Schön, dass eine Kohle 5,4 Sekunden brennt, aber hey. Oha, das neue Förderband braucht verstärkte Eisenplatten. Ja. Und kann also, dann 120 Ressourcen pro Minute. Also genau das, was der Dings verbraucht. Dings herstellt. Also ich werde, glaube ich, noch ein zweites Dingens hier hinbauen. Kohlekraftwerk, weil früher oder später brauchen wir es sowieso. Ja. Und dann können wir die Biomasse erstmal komplett abschalten. Und wir haben Ruhe. Also wir müssen nicht andauernd gucken, ja, läuft alles, läuft nicht alles. Weil momentan müssen ja noch zwei laufen. Und dann müssen wir uns so schnell um Strom nicht kümmern. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Mach schon mal ein paar verstärkte Eisenplatten. Ja, mach mal. Also da müssen wir fast wirklich gucken, dass wir die irgendwie in die Produktion bekommen, die verstärkten Eisenplatten und so. Ja. Das ist ja dann quasi der nächste Step, ne? Ja. So. Aber wir sind schon wieder an der 20-Minuten-Grenze.
die wir uns selber so gesetzt haben. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen. Würde mich freuen über ein paar Däumchen, Kommentare und sonst was. Schaut auch bei dem guten Fresh vorbei. Und ja, hier sind noch ein paar Videos für euch. Ciao, tschüss. Ciao.